nach einem schweren Kampf. Heißt das, wir stürzen uns Hals über Kopf hinein? Du lernst schnell. Na, großartig. Tun ihm doch gerade einen Gefallen, oder nicht? Zorn ist doch das, wovon er dann auch lebt, oder? Weißt du, wie schön du bist? Besonders, wenn du so wütend bist. In einer anderen Wirklichkeit hätte ich dich lieben können, Fury. Großartig. Oh, du verdammtes. Hallo. Danke. Okay, Feuer ist, glaube ich, totaler Schwachsinn bei ihm, oder? Und der heilt sich. Oh, der heilt sich dadurch wieder. Au, was ist denn jetzt hier gerade mit dem Kampf los? Klar, das war gerade zu einfach. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Wut sehen. Wo ist deine Wut? Wie kannst du ohne Wut kämpfen? Ziemlich gut, wie es scheint. Noch immer so schön. Danke für deine Unterstützung. Beobachten, nicht reden.
Wir lernen wohl alle etwas bei diesem kurzen Aufenthalt. Die Überreste. Was ist das jetzt hier alles? Das ist sehr, sehr merkwürdig gerade. Ja, hatten wir ja schon, ne? In dem Ganzen ist es natürlich etwas zu einfach. Ich bin gerade mal überlegen. Ah ja, hier sind wir. Das können wir bei Wulgrim mal eben machen. Womit kann dir dies bitte? Nein. Lass dir Zeit. Nein. Der müsste das sein. Da will ich nochmal rüber. Wird ein bisschen doof, weil ich dann... Ah ne, muss ja nur zur nächsten Wulgrim-Position, dann lasse ich mich da wegholen. Weil da war mindestens noch ein Fragment oder Gefäß oder was auch immer. Und das würde ich gerne einsammeln, weil ich glaube, gerade da, wo der Torpedo gewesen ist, habe ich jetzt gerade ein Torpedo gesagt? Ja, Tornado. Hat beides irgendwie, das eine U-Boot, das andere ist Flugzeug, verdammt. Krieg, ich habe Krieg im Kopf. Ja. Ach nee, Moment, hatte ich mir die alle geholt? Oh oh. Ich glaube, ich habe mir die alle geholt. Kann das sein? Also in der Schwierigkeitsstufe, das wollte ich sagen. Ach, guck mal an, wo wir hier sind. In der Schwierigkeitsstufe ist es tatsächlich zu einfach gewesen, Zorn eben zu besiegen. Okay. Was heißt denn jetzt die gelben Schädel? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich gucke mir jetzt trotzdem mal eben um und es schmerzt mich nur umso mehr, dass wir Rampage nicht mehr haben. Wir haben tatsächlich alles eingesammelt, oder? Haben wir? Und wer war da drin? Wer steckte in dem Tornado? Das würde mich echt mal interessieren. Wird das noch rausfinden oder... Wird das später rausfinden? Und war das einfach nur die Wut, die da... den Tornado auf uns fixiert hat? Oder war das was Persönliches? Aber immerhin war derjenige welche dankbar, dass wir ihn da rausgeholt haben. Okay, wir haben ja tatsächlich alles eingesammelt. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass wir das gemacht haben. Okay, dann laufe ich jetzt mal eben zur nächsten Wulgrim-Position. Natürlich ein bisschen hier auf der Hut, weil ich jetzt nicht mehr weiß, wo jetzt hier welcher Gegner ist. Ah, hier sind wir, alles klar. Dann ist Wulgrim ja hier um die Ecke. Unser netter, Händler um die Ecke sozusagen. Alles klar. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Ja, bleibt mir jetzt echt nur noch. Bitte, lass dir Zeit. Bleibt jetzt echt nur noch. Ja, die 7 Todsünden. Mir bleibt tatsächlich, glaube ich, nur noch... Oh je.
Heißt es, wir haben gleich jetzt nochmal den nächsten Kampf? In einem Rutsch wollte ich jetzt eigentlich nicht aufnehmen. Ich wollte jetzt tatsächlich... Aber gucken mal. Ich denke mir mal, das ist auch nochmal eine Welt, durch die wir müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sofort auf... Ach, das ist ja gar nicht der Richtige. Sei gegrüßt. Ich habe sowieso Sachen vergessen. Fällt mir auch gerade ein. Bitte, lass dir Zeit. So, da kommen wir gerade her aus den Staubhallen. Wir haben aber, glaube ich, hier was vergessen. Und zwar... Ich überlege gerade, was gewesen ist. Bevor wir uns auf den Dings gestürzt haben. Beziehungsweise haben wir ja weiterverfolgt. Da bin ich irgendwo noch nicht durchgegangen. Verdammt. Ich weiß jetzt nicht, was möglichst dicht dran ist. Schwierig. Das ist aber auch, glaube ich, nur noch mehr oder weniger ein Abschnitt gewesen. Ich dachte damals, da ging es weiter und dann war da ja die Engelsbestie oder die Dämonenbestie, wie man die jetzt nennen möchte. Und da bin ich dann nachher nicht mehr durchgelaufen. Das Doof ist natürlich, dass jetzt alle wieder da sind. Das ist ein bisschen nervig, aber... Ist die Hochstraße? Wo war das denn? Nee, nee, nee. Gute Frage, nächste Frage. Die hatten wir alle soweit. Da ist noch was zum Einsammeln, sehe ich das richtig? Das sieht irgendwie so aus, ne? Soll's. Okay, hier war der andere Vulgrim. Aber welcher ist das? Ach, als wir von den Engeln gekommen sind. Ja, ja, schon klar, da sind wir hier raus. Ja. Und wie komme ich da hoch? Mit der Feuerfähigkeit eventuell? Die bringt mich aber nicht so hoch, die Feuerfähigkeit. Da können wir mit... Wie komme ich denn da hin? Feuerfertigkeit, die katapultiert mich, glaube ich, doch so hoch. Okay, gut. Dann hat sich die Frage schon von sich aus erübrigt. Alles klar. Das ist aber nicht das, wo ich hin wollte. Wo war das denn, Mensch? Doch vom Schiff aus? War es doch vom Schiff aus?
Oh, da ist noch was Lilanes. Das können wir uns mal eben holen. Auf den Rest habe ich jetzt nicht wirklich Nerv. Und das, was ich wahrscheinlich schon übersehen habe, sind dann eher so Kleinigkeiten. Womit kann dir dies... Bitte, lass dir Zeit. Ja, da muss ich als nächstes hin, weil ich meine, das müsste tatsächlich... Ich glaube... Hochmut ist die letzte. Wir haben jetzt 6 Todsünden eingesammelt. Also müsste sie die letzte sein. Doch beim Frachtschiff? Also es ist natürlich jetzt ein blödes Hin- und Hergereise, aber ich möchte da eben noch mal ganz gerne hingucken. Da können höchstens dann auch nur noch Gefäße sein oder Fragmente oder sowas. So, hier haben wir... Ja, genau. Genau da war das noch. Auf der Seite. Da ist ja auch noch... Ach, kommt, Leute. Im Ernst? Nein. Nö, hab ich keine Lust zu. Reg dich auf, wie du willst. Genau, da ist nämlich noch der Mansk. Gut, erledigt. Das heißt, da haben wir auch noch einen Abschnitt, den ich noch gar nicht berücksichtigt habe. Mäh. Oh, das war hübsch. Okay. Und hier drin war doch auch so ein ätzender, einer von den Großen, den ich da eben habe stehen lassen. Aber den will ich jetzt nicht gleich im Rücken haben. So, und da war der Abschnitt. Da war nämlich einmal die Bestie. Oh, die nerven echt tierisch ab. Ich komme nicht aus der Ecke raus. Alter Schawitzki. Das war doch ein richtiger Abschnitt hier. Mit einem Rätsel und allem drum und dran. Oh, bist du hingefallen? Entschuldige. Dann darfst du aber auch jetzt nicht mehr aufstehen, ne? Errungenschaft freigeschaltet, unverwüstlicher Wille.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich da jetzt reingehe. Dass da nämlich gleich noch irgendwas kommt. Deswegen versuche ich jetzt erstmal eben den kleinen Kram hier wegzuräumen. So. Wir brauchen das Ding, um dahin zu kommen, ne? Ja, ja. Okay. So, die letzten haben wir da oben auch noch. Gut, das heißt, wir müssen die jetzt einmal rüberprügeln. Da einmal rüberprügeln. Da einmal rüberprügeln. Was ist mit der Eiswand? Gucken wir mal eben. Und du? Und wofür ist das jetzt? Das ist für irgendetwas. Ach, alles klar. Diamant spart Brocken. Und tschüss. Klingt irgendwie so, da ist das Schiff, als wenn wir das irgendwie aufknacken könnten. Sehr schön. Und zurück. Also ist das nur ein Goodie gewesen? Das heißt, der andere Weg ist der eigentliche Weg. Ist klar. Müssen wir eigentlich noch mal zu den Engeln zurück? Tut mir leid, Kleiner. Sorry. Okay, nochmal umgucken. Ich hasse das so. So, wofür brauche ich den jetzt eigentlich? Und hier war sonst nichts mehr, ne? Nö.
Das, ich glaube nicht, nö. Die Frage, wofür habe ich ihn jetzt runtergeprügelt? Brauche ich den hier für irgendetwas, um irgendwo rüberzukommen oder sowas? Nicht so wirklich, oder? Also ich glaube jetzt mal nicht, es sei denn nochmal irgendwie, um da eine Abkürzung zu schaffen, aber ansonsten nicht so wirklich. Ich denke mir mal, damit haben wir auch den Abschnitt. Weil wir können ja so zurück. Wir haben ja soweit alles gemacht. Das, was ich jetzt vielleicht noch so übersehen habe, sind aus meiner Sicht nur dann die Kleinigkeiten, nenne ich sie jetzt einfach mal, im Sinne von muss ich den hier rüber? Nee, ne? Ich sag jetzt einfach mal nee. Im Sinne von vielleicht so Lieder, Dinger, die wir übersehen haben oder sonst irgendetwas. Ich glaube, damit komme ich jetzt aber klar. Das heißt... Sei gegrüßt. Bitte, lass dir Zeit. Jetzt bleibt uns... Ich glaube, das südliche Ende ist es. Jetzt bleibt uns eigentlich nur das südliche Ende. Oder vielleicht am besten eben nochmal zu Ultan. Ich gucke gleich mal eben, was ich so habe. Wobei ich einfach glaube, dass wir da auch eine neue Welt haben. Ich hoffe ja mal, dass es da auch einen Vulgrim gibt. Wir werden durch den Riss müssen, ne? Das müsste eigentlich die letzte Möglichkeit sein. Erstmal hauen wir die glühenden Überreste drauf. Dann das. ...33 reicht, glaube ich, gerade für eine. Wir haben 4 Diamantspatfragmente. Diamantspatstücke. Engelsartefakte 20. Ja, ich glaube, das lohnt sich schon, zu Ultan zurückzugehen. Erstmal kriegt er noch einmal... Das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst. Ja, ist schon klar, Vulgrim. Gut. Dann werde ich jetzt nochmal eben zu Ultan reisen. Das mache ich aber jetzt ohne Aufnahme. Und dann denke ich mal, sehen wir uns hier wieder, wenn wir dann gemeinsam durch den Riss gehen. Dann sage ich bis hierhin erstmal entweder bis gleich, falls jetzt gleich es doch weitergehen sollte. Oder aber vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissi.